Soldat Williams. Nee, bleib mal so. Ich gehe voll auf den Soundtrack von Ziel der nächsten Mission. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in ja, bla, Schnauze halten. Schnauze halten und los hier. Big Sky, Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Durchs Fenster werfen, los. Mutons. Jo, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir auch, nee, können wir nicht. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein jetzt, ne? Direkt mal die Waffen hier, demonstrieren im Praxistest. Aber wird wohl nichts draus. Geh jetzt dahin! Meine Güte, ich krieg wieder den Finger wund und du bewegst dich nicht mehr. Yo, haben wir auch sogar mal wieder dünne Männer. Ja, guck mal. Lass mal die komplette Wand hier weggeballert. Ja, wir wissen, dass ihr hässlich seid. Haben sie mal schön vergessen. Ach ey, die Plasma-Waffen sind echt so ein Segen. Jetzt endlich mal ordentlich Damage machen hier. Boah, es ist echt schon geil. Noch mehr Mutons, oder sind das die beiden, die da... sind wohl die von eben. So. Versuch's einfach mal. Mehr konnte ich auch nicht verlangen. Also hast du es versucht, von daher war es ja ganz okay. Sehr schön. Die Logik muss man ja verstehen. Das war so klar. So, nächster Verlust. Echt zum Kotzen heute, ey. Der steht ohne Deckung da und du triffst nicht. Thank you.
Ey, ohne Scheiß. Ich geb's gleich auf hier. Alter, jetzt schießt nicht aufeinander, ihr Vollidioten, ey. Ja, ich weiß, er ist in Panik. Das haben wir jetzt schon 50 Mal verstanden. Central, Big Sky kehrt zurück. Mission abgebrochen. Mann, ey, ich halt's echt nicht mehr aus hier. Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Wir sind vollkommen unvorbereitet für diesen Einsatz. Wir haben keine Soldaten, die wir entsenden können. Commander, wenn wir diese UFO-Kontakte ignorieren, gefährdet das... Halt's Maul jetzt, ey! Du weißt auch nicht, was du willst. Ohne Scheiß. Gehst mir gerade eh auf den Sack hier. Das krieg ich 50 Millionen Franzosen. Und wieder 50.000 Amis. Okay, nur zwei. Aber trotzdem. Individualisieren. Bestätige. Verstanden, Commander. Bestätige. Scheiß drauf, Charakter drehen zu können, ne? Na, ja, so mit dem Mausrad. Oh Mann, sind jetzt echt auch die Waffen weg? Oh Gott. Schnauze. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sonst noch irgendwelche Wünsche, Leute? Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht.
weitere Zentren erforderlich. Er wird so was von einem Feld des Let's Play. Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Fast so, als wäre er auf der Suche nach etwas. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Die machen uns kalt. Ja. Ja gut, ne, das UFO können wir mal gepflegt vergessen. Commander, wir haben einen Satelliten verloren. Wir können bei dieser Nation keine UFO-Kontakte mehr verfolgen. Als Reaktion hat sie uns die finanzielle Unterstützung entzogen. Schön. Ist mir egal. Gerade die bedauerliche Nachricht erhalten. Ist mir scheißegal. Unsere Mitglieder die Beteiligung am XCOM-Projekt beenden möchte. Das bedeutet nichts Gutes für XCOM, Commander. Diese jüngsten Austritte aus dem Rat sind eine ernste Sache. Auch wenn Ihre Arbeit in einigen Punkten zufriedenstellend war, erwarten wir mehr von Ihnen, Commander. Wir vertrauen auf Ihre Fähigkeit, zukünftige XCOM-Operationen effektiver zu gestalten. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn Ihre Anstrengungen weiterhin unzureichend sind. Ja, sagt's mein Soldat. Halt die Schnauze jetzt, du gehst mir auf den Sack mit deinem 50.000 Stunden Gelaber hier. Boah. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Kommandant. Satellitenabdeckung verfügbar über Vereinigte Staaten. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. So. Diese Körperpanzerung wurde nach dem Vorbild der Legierungen entwickelt, die am Raumschiff der Aliens eingesetzt wurden. Sie sollte leichter und stärker sein als alles, was wir früher verwendet haben. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuell